Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produktvorstellungsvideo hier bei eHio. Mir hat die Firma Ventop kostenlos eine Dashcam zugeschickt. Ich habe ja noch nicht genug Dashcams. Deswegen lehne ich eigentlich alle Dashcams ab, die mir so gern zugeschickt werden würden, weil ich habe ja schon zwei Videos. Aber das ist eine Dashcam, die man statt des Rückspiegels montiert. Und die hat dann irgendwie Touch drin und so. Und da dachte ich mal, cool, das will ich mal austesten. Mirror-mounted Dashcam, wie gesagt, kostenlos von der Firma Ventop zugeschickt, deswegen unten rum jetzt auch die Einblendung. Werbeanzeige sicher ist sicher. Kostenlos. DHL hat mal 35 Euro abgeknüpft wegen Bearbeitungsgebühr, Einfuhr, bla und Zeug. Also eigentlich bezahle ich das nicht bei DHL, weil ich da registriert bin, aber die haben das einfach von mir abgeknüpft. Ich finde die Verpackung mega, die haben hier so ein Schubteil drauf. Und dann hat man hier quasi einmal die Dashcam in Spiegelform. Ich bin echt neugierig, wie sie wird. Und ich bin echt neugierig, wie die Qualität und so wird. Was nämlich richtig genial ist bei dieser Dashcam. Und da bin ich mal neugierig, wie das wird. Sie hat eine Rückfahrkamera. Also keine Ahnung wie. Ich packe es mal mit euch zusammen aus. Man sieht noch nichts. Es hat eine Schaumgummi drüber. Und da kommt auch schon die Dashcam zum Vorschein, nochmal ein zweiter Schaumgummi. Hier sozusagen die Dashcam, der Rückspiegel. Ich weiß nicht, ob das rechtlich legal ist, dass man den Rückspiegel vom Auto ändert. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, bevor ich es in meinem Auto habe und mich die Polizei dann einsperrt, weil ich einen falschen, nicht DIN-gerechten Rückspiegel habe. Please remove before use. Also wie gesagt, es hat Touch. Es zeigt es im Rückspiegel an. Man hat hier, sieht man schon mal die Kamera. Die kann man, glaube ich, rausfahren, wenn ich das auf Bildern gesehen habe. Je nachdem, dass sie halt am Originalrückspiegel vorbeigucken kann. Man kann sie hier auch einstellen. Boah, ist das cool. Also ich finde das gerade mega. Unglaublich wertig sieht das Ding. Also so mega, mega wertig. Shenzhen. Und das Ganze hier dann mit so Gummis, die man am Rückspiegel festmachen kann. Hier oben kommt eine Compact Micro SD-Karte rein. Dann hat sie AV-In und einen USB-Anschluss. USB für die Spannung. Hier unten nochmal einen Knopf. Und jetzt, wie gesagt, das Coole an der Kamera, wo ich mich echt mega freue, an der Dashcam, die hat eine Rückfahrkamera. Hier ist eine kleine Rückfahrkamera dabei. Ich weiß nicht, wie die umschaltet auf die Rückfahrkamera. Ich weiß es überhaupt nicht. Mit einem kleinen Stecker, damit man nur eine kleine Öffnung braucht, um irgendwo die im Auto zu montieren. Ich weiß noch nicht, wo ich sie montiere. Also dafür gedacht ist sie, glaube ich, die ist wasserfest, dass man sie richtig draußen montiert, wie eine Rückfahrkamera. Ich bin noch unschlüssig. Ich weiß nicht mal, in welches Auto ich sie montiere, aber ich bin noch unschlüssig. Vielleicht mache ich es einfach hinten beim Kofferraum irgendwo, damit man nicht da großartig rumtun muss. Einmal hier mit dem Kabel weiter vorne zur Dashcam und hier nochmal einen Spannungsanschluss. Da wird sie dann wahrscheinlich 12 Volt benötigen. Was mir gerade fehlt, ist der Masseanschluss. Aber Masse wird es wahrscheinlich vermutlich hier drüber kriegen. Sind noch Gummibänder dabei, um es zu montieren. Es ist ein irgendwas dabei, um vermutlich irgendwas zu öffnen, damit man die Kabel verlegen kann. Ein Mini-USB nach Zigarettenadapter-Stecker, den werden wir dann vermutlich wieder wie beim letzten Video umbauen, dass wir da einfach einen Standard-USB hinten dran haben. Da kann ich so einen Mehrfach-USB-Adapter verwenden. Und nochmal ein Klebeband, das passt hierzu. Also Klebeband für die Rückfahrkamera. Ein Tuch, um den Spiegel abzuwischen. Eine Anleitung. Nochmal ein Klebeband. Also zweimal Klebebänder für die Rückfahrkamera, doppelseitig. Und Ventop, Unhappy, Happy, Suggestion Card. Also Link und alles unten in der Videobeschreibung im Übrigen zu der Kamera. Ja, dann schauen wir es uns mal an und bauen es ins Auto ein. Also die Dashcam besitzt oben ein paar Anschlüsse. Einmal ein Anschluss für eine Micro SD-Karte, einmal die Rückfahrkamera und einmal Mini-USB. Man kann erkennen, auch wenn sie aus ist, die Dashcam spiegelt sich schon. Ich habe jetzt einfach mal einen USB-Adapter reingesteckt, um sie einzuschalten. Das Ganze, ja, wie gesagt, sehr gute Spiegelung muss ja auch sein. Ich meine, wenn die Kamera aus ist, soll man ja trotzdem was sehen. Und das Ganze bedienungstechnisch, was ich ziemlich cool finde, über einen Touch. Und der Touch funktioniert echt sehr gut. Es ist ein kapazitiver Touch. Man hat dann Haufen Menüpunkte, die man einstellen kann, alle möglichen
ja, Settings, die man benötigt, Encodierqualität, Frequenzunterdrückung, auch hier zum Beispiel, dass man die SD-Karte formatieren kann. Funktioniert alles leider nicht gar so gut. Ich habe hier eine kleine, ich glaube, eine 8 GB SD-Karte drin gehabt oder 2 GB sogar. Es war ja dann zu langsam und zu klein, also da müsste man ja einigermaßen vernünftig schnelle SD-Karte einbauen. Man kann hier die verschiedenen Sounds ein- und ausschalten, ob man die haben möchte oder nicht. Die Lautstärke vom Lautsprecher nochmal ganz runterdrehen, weil die nervt sonst eh nur. Ansonsten natürlich noch die G-Sensor-Sensibilität, also ob man jetzt irgendwelche Emergency-Videos aufnehmen soll oder nicht, wie man es ja auch von anderen Dashcams bereits kennt. License, da kann man zum Beispiel sein Nummernschild eingeben, dann wird es links unten eingeblendet. Die Auflösung kann man natürlich noch umstellen von der Kamera, in dem Fall 1080p plus 2K oder eben 2K plus 1080p. Da unterscheidet er eben zwischen den verschiedenen Kameras. Loop-Methode, wie lange die Videoschnipsel machen soll. Timelapse könnte man aufnehmen, ist ziemlich witzig, wenn man mal irgendwo hinfährt, könnte man so eine Timelapse-Aufnahme machen. Und ansonsten ja, ganz viele andere Einstellungen, die man hier drin noch zur Verfügung hat. Die Kamera selber nimmt jetzt schon auf, wie man unten einen roten Punkt kurz gesehen hat, der da geleuchtet hat. Funktioniert aber nicht sonderlich lang, weil eben die SD-Karte zu langsam und zu klein ist. Die Rückfahrkamera hat eine sehr gute Auflösung und es wird aber auch nur so ein kleiner Ausschnitt gezeigt. Man kann den dann mit ja, links an der Kamera hoch und runter ziehen, kann man den quasi dann anpassen, den Bildausschnitt. Wenn man kurz auf die Dashcam tippt, da hält man wieder das Menü. Man kann hier unten das Mikrofon schnell aus- und einschalten. Man kann auch umschalten zwischen, er soll jetzt Videos machen oder er soll jetzt Fotos machen. Dann wird er quasi, wenn man unten mittig draufklickt, direkt ein Foto schießen. Ansonsten war es das jetzt mal grob mit den Einstellungen. Wir gehen also mal ins Auto und bauen die Dashcam ein. Die Montage am Spiegel selber geht absolut problemlos. Es sind so Gummibänder mit dabei, sogar einige, damit, wenn mal eins kaputt geht, man Ersatz hat. Die Haken, die man hier sieht, sind aus Gummi, das heißt, die federn nach hinten um den Spiegel drumherum. Und dann kann man das echt wirklich gut hier montieren. Die Kamera steht links am Spiegel vorbei raus und die kann man auch richtig gut justieren und einstellen. Das klappt auch einwandfrei. Und ja, so wird es quasi um den Spiegel montiert. Also man kann es auch, wenn es jetzt irgendwie gesetzliche Probleme gäbe in anderen Ländern, kann man es ja auch echt schnell wieder abmontieren, um quasi den normalen Spiegel wieder zu besitzen. Dann kam so ein bisschen die nervige Arbeit. Ich wollte es doch einigermaßen schön und gut machen, was eher ungewöhnlich ist. Ich habe mich dafür entschieden, die Dashcam hinten an diesen schwarzen Kunststoffteil, es ist die Abdeckung von der Bremsleuchte, dass ich es da quasi direkt draufklebe und dann auch noch anschraube direkt an dem Kunststoffteil. Was dann natürlich ein bisschen mühsam war, ich wollte es richtig machen. Ich habe das Kabel mit dem Bremslicht, also mit dem Licht, das da hinten hochgeht, im Kabelschacht drin verlegt, auch durch diese Kabeltülle durchgefudelt und das war echt ganz schön mühsam. Dann das Ganze noch über den Himmel nach vorne verlegt, um dann vorne links quasi einfach entlang der Windschutzscheibe auch dann zur Kamera zu kommen und da habe ich das ja so verlegt. Das war echt nicht gerade die tollste Arbeit. Aber es hat einwandfrei funktioniert und bin auch echt ganz froh, dass ich es richtig verlegt habe, denn jetzt ist quasi die Dashcam komplett nahtlos im Auto integriert. Ja, so als Resümee zur Kamera. Ich finde diese Idee, im Spiegel die Dashcam zu verbauen, ziemlich cool, vor allem weil man Touch hat, man kann direkt gleich was angucken. Man hat die Rückfahrkamera, das finde ich an sich total praktisch. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass ich es nicht in mein Auto eingebaut habe, weil ich war neulich bei Müll, hinten Haufen Styropor und Schachteln und Zeug drin. Und da wäre es eigentlich ganz cool, weil dann sieht man zwar hinten nicht mehr raus, aber man hat trotzdem einen Rückspiegel, der hinten raussehen kann, weil die Kamera ja an der Heckklappe sitzt. Von dem her finde ich die Idee ziemlich cool und da ist der Aufwand, denke ich, auch gerechtfertigt, weil ich hasse nichts mehr, als irgendwie den Himmel beim Auto runterzumachen und irgendwelche Kabel zu verlegen. Das kannte ich von den Funkgeräten schon immer und das hat mich da schon immer so ein bisschen genervt. Also den Aufwand muss man sich halt überlegen, ob man den macht oder ob man es irgendwie untenrum verlegt, an irgendwelchen Kabelkanälen. Die Möglichkeit besteht ja auch. Ansonsten finde ich die Kamera total gut gelungen. Die Qualität ist sehr gut. Ihr könnt es euch jetzt das ja mal hier anschauen. Ich blende euch das ein bisschen ein. Gerade die Thematik, dass man vorne und hinten gleichzeitig aufnimmt, ist ganz cool für Dashcam-Videos, finde ich. Und natürlich auch, dass er einen Akku drin hat, finde ich eine super tolle Funktion. Weil, wenn da jetzt mal jemand im parkenden Auto dagegen fährt, kann man im Auto einsteigen und dann sieht man quasi so einen Hinweis, Achtung, es ist was passiert, während du weg warst.
ist nicht immer ganz praktisch, dieses Thema, weil wenn man gerade irgendwie einen Kofferraum zuschmeißt oder so noch einmal einkaufen war, erkennt er das auch ab und zu. Da müsste man doch irgendwie eine Zeitverzögerung einstellen können, dann wäre es eigentlich perfekt. Was ich total witzig finde, das weiß man eigentlich gar nicht, weil man das gar nicht mitkriegt. Wenn ich jetzt in den Rückspiegel reingucke, fokussiere ich ja ganz automatisch auf das Auto hinten, das ich sehen will. Also auf die entfernten, weit, weit entfernten Objekte. Also wenn jetzt ein Auto hinter mir fährt, stellt mein Auge quasi den Fokus auf Spiegel plus das Auto hinten, also keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 Meter ein. Und wenn man jetzt diesen elektronischen Rückspiegel verwendet, ist das ziemlich witzig, weil man will da so in den Rückspiegel gucken und sieht erstmal unscharf und denkt sich so, was ist mit meinen Augen los? Weil man natürlich jetzt auf den Spiegel fokussieren muss und nicht auf das Objekt weiter hinterm Auto. Das ist ein bisschen ungewöhnlich und zum Ungewöhnen. Aber ich habe jetzt aktuell es so eingestellt, dass ich den Spiegel quasi nach einer Minute, dass der sich ausschaltet. Dann kann ich jetzt ihn ausparken und so nutzen. Das ist ganz praktisch. Und wenn ich ganz normal fahre, geht der wirklich sehr gut. Also man kann die Reflexionen einwandfrei drin sehen. Also das ist nicht schlechter als der normale Spiegel, würde ich mal behaupten. Ja, also alles in allem sehr positives Resümee. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, wem es interessiert. Ich glaube, man muss es direkt bei Ventrop kaufen. Es gibt da irgendwie, glaube ich, keinen Amazon-Link oder sowas. Aber ich habe euch den Link zu Ventrop nach in die Videobeschreibung unten gepackt, falls euch die Kamera interessieren sollte. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Daumen nach oben, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!